Vor allem, dass dir noch immer solche Fragen einfallen. So mitten im Fight und so ein Scheiß, ne? Naja, hätte ja zu einfach sein können jetzt. Alter, meine Fresse, ey. In your phrasen. Ja, Mann, weiter da. Was ist das denn für ein blauer, roter Punkt da? Da ist ja ein roter Punkt! Soll der so sein, oder? Ich muss wahrscheinlich erst hier hochkraxeln. Ah, da mach ich jetzt nicht so lange, dass... Lass mir kein... Fucking Double Kill! Bam, 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 bam. Und ins Fress. Und knackst. Und mach ihn kaputt! Mein kaputt, Aragorn! Oh, Aragorn! Schöne Position hier. Ausweichen. Schießen, schießen, ausweichen. Schießen, schießen. Schöne Sache. Kiste! Meins. Ganz eindeutig. Oh! Okay. Das war ja sowas von ungeplant. Gib die mal. Gib denen. Magie! Boah, Yildar! Fick meine Mutter. Frauenstimme, die leise summt. Epic News pur. Sag nicht den. Seht ihr jetzt nicht? Tricky! Nein! So, ich fucke da jetzt nicht so lange rum. Nö, mach ich nicht. Er brennt! Er brennt! Los, gib ihm Feuer! Kann er ins Auge pissen, das brennt auch! Ja genau, jetzt brenne ich! Es ist so eine Massenschlachterei hier. Gib dem Murtag, ich habe jetzt schon 30.000 mehr als du. Wirf du sie doch ins Feuer! Vor allem, wieso er das mit sich machen lässt, ist eine richtig schöne Angelegenheit. Aber ich meine, er ist ein 13.000 Meter hoher Urgall. Ich bin so ein kleiner Popelmensch. Oh, ich will nicht so lange rumfackeln hier. Ich meine, ich spiel's ja irgendwo, muss ich sagen, spiel's ja gerne, ne? Irgendwo macht es ja auch Spaß. Aber es ist mal so halbfertig.
Das beste Spiel, was von einer Geschichte her fungierte, muss ich sagen, war für mich die Legende der Wächter. Aus einem einfachen Grund, weil es nicht das Spiel nachgemacht hat, sondern es hat zwar auf der Geschichte aufgebaut, hat aber einen ganz anderen Charakter gehabt, eine ganz andere Erlebnis in diesen Ereignissen gehabt. Und ich muss sagen, ich habe erst das Spiel gespielt und danach wollte ich dieses... Oh, scheiße, Entschuldigung. Danach wollte ich eigentlich erst diesen Film gucken, der auch mega episch ist, ey. Ohne Witz, Leute. Der ist ein sehr schöner Film. So, ich bin... Ich muss ein bisschen aufpassen hier, weil ich bin mich ordentlich, ordentlich niedergemetzelt worden. Monster Motion Kill! Diese Partnerschaft könnte uns beiden nützen. Du könntest mich doch in die Geheimnisse der Drachenreiter einweihen. Und was könntest du mich lehren? Bis morgen zu überleben. What the hell? Was will der uns beibringen hier? Salulaj Urgallager, normal! ...66 zu 14, 675 zu 110, normal, ja. Ich finde, da war Brom eine größere Herausforderung, was meint ihr? Du warst nicht gefragt, Perwoll. Spieltipp, du kannst Feinde betäuben, wenn du zur richtigen Zeit abwehrst. Drücke im letzten Moment X, um abzuwehren und pack den Feind anschließend mit B, solange er betäubt ist. So, was haben wir jetzt? Neblige Schlucht. Neblige Schlucht. Verrückte Mongos. Psst. Es gibt doch nichts zu fressen. Oh, Saphira. Halte die Augen offen. Wieso steht er da so schwul? So, da muss ich nicht lang. Pass auf. Von oben! Von oben! Ah, hat er nicht gerechnet. Nein! Hast du gehört, Mosak? Er ist... Weg! Schön! Das war ja mal Spannung pur! Hoch da jetzt! So, jetzt gib ihn! Ich muss nur kurz mal gucken hier. Ah, super. Hier gibt's nichts zu holen. Und tschüss. So. Halt, Leben, Montag, willst du leben? Leben, Montag, nimm's. Hör auf, so schwul herumzustehen! Ach, verrückter Mongo, ey. Nee, eben nicht. Verreck halt. Und tschüss. Krieg ich den Punkt jetzt? Ja, gut, warum auch immer. Muss ich jetzt hier hoch? 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 Ja, ich muss hier hoch.
Ah, vielleicht ist ja ein Ei hier. Nein, kein Ei. Kommen wir nicht von hier? Ja. Ich glaube, von hier kommen wir. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Ne, ich komme doch von hier. Psst. Mann, blöde Katze, ey. Ich komme doch jetzt... von hier? Zerfiere, zerstöre die Brücke. Schönes Ding. Ey, er macht das alle alleine fertig hier. Weil Montag nichts drauf hat, außer Zahnbelag. Komm, du lahme Lusche. Nochmal die Brücke. Nochmal die Brücke. So als hätte er hat jetzt eine Brücke zweimal kaputt gemacht. Ja, ja. Mutter, geh doch zur Seite, Junge. Nee, 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 oh. In diesem dichten Nebel können sie uns nicht sehen. Stimmt. Aber bei dem Nebel können wir sie auch nicht sehen. Aber eigentlich, Eragon. Arya wird schwächer. What? Wo ist er jetzt? Okay, das Anvisieren bringt auch nichts. Hier unten ist der Nebel noch dichter. Verstecken sich feige im Nebel. Aua! Bist du ein verrückt, du Arschloch? Okay. Er hat einen Vorteil, er sieht die Gegner schon vorher, vor mir. Er hat so ein mega geiles Schwert und so einen popligen Bogen hier hinten dran, ey. Diskriminierung! Bogenschützen sind besser. Verfluchter Nebel. Das ist irgendwie jetzt gruselig da sein oder so, oder gab es nur diesen einen einzigen Feind? Und glaubten die Spieleentwickler wirklich, dass ich diesen einen Feind nicht töte? Okay, whatever, man kann ausweichen und man kriegt trotzdem einen in die Fresse. Wichser. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehe, Leute. Hört sich an, als wären sie überall. Vorsicht, Bauernjunge. Du kannst so viel machen, was du willst. Du kannst ausweichen, wie du willst. Der haut also so lange drauf, auch wenn ich ausweiche. Auf jeden Fall gibt er mir einen in die Fresse. Okay. Das ist schon mal scheißen dumm. Weiter, Eragon. Die Schlucht steigt jenseits des Nebels wieder an. Ey, das glaubst du auch selbst jetzt nicht. Ja, genau! Du kannst ihn nicht ausweichen, weil sie ihn hinterher rennen und dir in die Fresse geben. Stirb, du Nutte! So, warte ich bis aufgeladen ist und dann mache ich das so weiter hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Gib ihm. Ja, guck das mal an! Ich liege auf dem Boden und krieg noch einen in die Fresse! Was für ein Bullshit ist das?
Weil du kannst nicht ausweichen, weil sie dann sowieso einen in die Fresse geben. Wenn du ausweichst, dann kommst du zurück und haben die nochmal eine. Ja genau, ich könnte ja hier den Nebel abbauen, deswegen funktioniert das nicht. Was für ein Schwachsinn, ey. Ist mal ohne Witz. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen einen anderen Weg hinüberfinden. Tja. Schon viel besser. Danke. Wenigstens das hat man mir jetzt gegeben hier. Komm, das packen wir noch locker. Oder wir gehen einfach hier lang. Das ist der reinste Irrgarten. Merken wir uns den Weg. Sind jetzt wieder nur so auf dem Durchweg, um mir eine reinzuhauen oder so? Okay, ich renne einfach weiter. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Daneben. Ei! Ich kann nicht mehr! Arschloch! Guter Schuss für einen Bauernjungen. Oh, ist ein bisschen dürrer, der Typ hier. Batz, batz, hier. Mann, weil Montag nichts auf die Reihe kriegt hier. Guck dir das mal an hier. So, komm ich hier hoch? Ja, komm ich. Wo ist hier hoch jetzt? Bock mehr da unten rum zu turnen. So, hier geht's nicht weiter. Ja, und hier muss er nicht balancieren, ist klar. Das ist doch eine Kiste, da will ich hin. Ach so. Schon viel besser. Der Schalter hat eine Brückenseite abgesenkt. Jetzt müssen wir herausfinden, wie die andere Seite funktioniert. Vor allem er blockt und gibt mir direkt einen in die Fresse. Unlogik, Unlogik, ja, ja, Unlogik, ja, ja. Schweiterrede, Schweiterrede, Schweiter, Schweiter, Schweiterrede. Ja, Schweiterrede, ja, Schweiterrede. Mann, verpisst euch doch mal. Warum will eigentlich jeder einen aufs Maul kriegen, ey? Immer schön die Fressleiste. Und dann so hier, zack. Also er war ja nicht tot. Gib ihm! So. Alter! Ich spiele hier kein Call of Duty, ey. Schon besser. Dass jetzt nur noch unendlich viele Leute hier kommen müssen. Oh, ist eine Kiste. Gutes Auge! War ich hier schon? Yeah.
müssen wohl noch mal von vorn anfangen. Ja, warum? Ich muss hier einen bestimmten Zeitpunkt also machen. Keine Pause zwischendurch. Okay. Und zum einen komme ich so dahin. Hier war das Ei. Ne, Leute, also um die ganzen Kollegas hier werde ich mich jetzt mal nicht kümmern. Weil da kommen ja unendlich viele. Hoppala. Entschuldigung. Da kommen unendlich viele, da habe ich jetzt auch keinen Bock so drauf. Die hab ich! Die sind fällig! Also eins können wir hier fertig machen. Gar kein Problem. So, man kann nicht von da runter springen. Ja, so schwer kann das jetzt nicht sein. Springen wir mal kurz hier oben hin. Gucken wir, was wir hier hinten haben. Ah. So ist das also. Na, easy. Ja, kein Problem. So, gehen wir mal rüber, bevor sich das Ding wieder hochbaut. Boom. Und jetzt A, B. Ah, nein. Falsch. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich schon einen dicken Roundhouse King verpassen. So, dann nimm das live. Voll Horst. Das Geräusch erinnert mich so ein bisschen an Digimon World 2003 im Biosumpf. Das gefällt mir nicht. Acht auf deine Schritte, Eragon. Pass auf, Aua! Alter!